Die Teams der Lotto Hessenliga zeigen sich wieder mal torhungrig. Deshalb geht's ohne große Umschweife direkt rein in den 9. Spieltag. Heute starten wir mit dem Aufsteigerduell zwischen Flieden und Erlensee. 21. Minute, Ecke Buchonia. Und André Leibold steigt am höchsten. Köpft ein zur 1:0 Führung für die Gastgeber. Ein Spiel für Freunde der Standardsituation. 4 Minuten später die nächste Ecke für Flieden. Und das nächste Tor. Doch der Treffer von Nico Hohmann zählt nicht, weil Schiedsrichter Boris Reißer zuvor ein Offensivfoul gesehen hat. In der 52. Minute nicht direkt zu erkennen, aber natürlich wieder Eckball für die Heimmannschaft. Und wieder drin. Erlensees Torwart Tim Kuhl kommt nicht ran und so hat Nico Zeller leichtes Spiel und dieses Mal zählt's auch. 2:0. In der 71. Minute zumindest etwas Abwechslung. Es gibt Freistoß in guter Position für Marius Kuhlmann. Und auch der passt. Die Mauer der Gäste fälscht unglücklich ab und so gewinnt Flieden das Aufsteigerduell gegen Erlensee mit 3:0. Fernwald hat die bisher so starken Waldorfer zu Gast. Erst ein Spiel haben die Rot-Weißen verloren. Aber kurz nach der Pause spielen die Gastgeber nach dem Ballgewinn schnell nach vorne. Ein Pass in die Spitze und Valon Ademi, nicht im Abseits, ist ganz alleine durch und macht das 1:0. Damit beschert er seinem Team den 2. Saisonsieg und Waldorf die 2. Niederlage. 2 Saisonspiele gewonnen hat bisher auch der SV Zeilsheim. Und nach 20 Minuten geht es für die Grine, sorry, wenn das nicht hessisch genug klingt, volle Kraft voraus Richtung Sieg Nummer 3. Philipp Panzer, zwar leicht bedrängt, lässt sich nicht stören. Rechts annehmen, rechts abziehen, 1:0. So bleibt es bis zur Pause, ja sogar bis zur 82. Minute. Dann serviert Josip Galic das Leder perfekt für David Costa Sabate und der vollendet mit seinem 2. Saisontor zum 1:1 Ausgleich und Endstand. Mit einem 4:1-Sieg im Gepäck fährt Bad Vilbel zum 2. Auswärtsspiel in Folge nach Hadamar und hat hier nach 37 Minuten diesen Freistoß. Und da ist Visar Gashi. Den haben die Rot-Weißen mal komplett vergessen und dann nutzt er die Freiheiten zur 1:0-Führung. Und die reicht sogar fast zum 2. Sieg in Folge, bis in der 87. Minute auch Hadamar einen Freistoß hat. Einmal Langholz nach vorne, einmal verlängert und dann hat Mirko Paul ordentlich Bums in seinem rechten Fuß. Nach einer Stunde eingewechselt rettet Paul 3 Minuten vor dem Ende seinen Rot-Weißen zumindest einen Punkt. Am Hegelsberg fallen in der ersten Hälfte keine Tore. Dann kombiniert sich die Viktoria nach vorne. Den Schuss aus 17 Metern kann Fabian Brenner noch abwehren, aber dann ist Younes Breher mit dem Abschluss schneller als Brunner im Nachfassen. Und so trifft der 19-jährige Angreifer schon zum 2. Mal in dieser Woche. Dann springen wir schon in die Schlussminute und wieder hilft Hünfeld mit. Schuch verlängert unglücklich nach hinten und auch wenn er danach beste Sprinterqualitäten zeigt, kann er das 2:0 nicht mehr verhindern. Jean Bosco Makengo kann völlig frei einschieben. Und in der Nachspielzeit kommt Griesheim nochmal. Gegen Lorenz kann Brunner parieren, aber Elfa Fui staubt ab, 3:0. Ein gebrauchter Tag für den HSV und der 2. Saisonsieg für die Viktoria. Die Partie Steinbach gegen Ginsheim entscheidet sich schon in der ersten Hälfte. In der 42. Minute kombinieren sich die Gäste einmal von links komplett nach rechts. Dann geht's wieder in die Mitte und Leon Wittke rutscht heran. Das 1:0, schon das 5. Saisontor für den 23-Jährigen. Nur 2 Minuten später geht es mit dem langen Ball von Kapitän Wiegand von rechts nach links. Peter Quatzer, 2:0. Und weil in der 2. Hälfte keine Tore mehr fallen, feiert der SV Steinbach nach 2 Niederlagen zuvor einen positiven Abschluss der englischen Woche. Alle Anhänger des TuS sollten sich lieber keine Zusammenfassungen vom Spiel in Dreieich anschauen. Alle anderen aufgepasst, es folgt ein Torefeuerwerk. Los geht's in der 15. Minute. Reljic kommt an die Kugel, dreht die Gegenspieler nochmal auf links und ab dafür. 1:0. Eine Viertelstunde später heißt es für Alempic über rechts ab nach vorne und bis zur Grundlinie. Dann den Ball zurück und Mladenovic findet die Lücke. 2:0.
Sorry, wenn der Jubel manchmal ein bisschen abgeschnitten wird, aber sonst haben wir heute 20 Minuten Torshow. Denn eine Minute später sucht Dietkirchen mal den Weg nach vorne, aber zack, der Ball ist weg. Und dann geht's schnell. Langer Ball in den Strafraum, Kopfballablage, Reljic 3:0. Toni Reljic stellt sein Torikonto auf 5 und sorgt für den Halbzeitstand. Nach der Pause ähnliches Muster in etwas anderer Ausführung. Hoher Ballgewinn und dann geht's dieses Mal flach durch die Mitte bis zu Marc Wachs. Der Ex-Profi ist erst seit 3 Wochen in Dreieich, hier schon mit seinem 2. Treffer. 3 Minuten später wieder der Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte. Dieses Mal geht's nach rechts raus zu Björn Schnitzer und auch der macht sein Tor. Saisontreffer Nummer 4 für ihn und das 5:0. Nach 12 Minuten ohne Tor spielt Affo diesen Doppelpass mit Amiri und Farid Affo mit super Laufweg und ohne Probleme vor dem Tor 6:0. Wieder nur 2 Minuten später, der nächste Konter, wieder Affo, Amiri für die Galerie und Yannick Wolf zur Halbzeit eingewechselt. Mit dem 7:0 beginnt die Zeit der Joker. Ecke, das hatten wir noch nicht in diesem Spiel. Und Danny Klein ist da. Das Dreieich-Urgestein krönt das Comeback nach seinem Kreuzbandriss mit dem 8:0. Und einen haben wir noch. Dieses Mal Flanke von links. Und der TuS hat jetzt wohl sämtliche Abwehrbemühungen eingestellt. Zubaya Amiri ist da und köpft den Schlusspunkt. Mit 9:0 erzielt Dreieich den höchsten Sieg seiner Lotto-Hessenliga-Geschichte. Und das ohne Goalgetter Burggraf. Das bedeutet mal so richtig Druck für den Spitzenreiter. Der heißt SG Barockstadt und zeigt gegen die formstarken Hanauer nach 25 Minuten, warum das so ist. Eigentlich recht harmloser Spielaufbau, aber dann geht's passgenau in die vielbeschworene Schnittstelle. Und Marcel Trägler ist auf und davon und als eiskalter Stürmer geht's natürlich noch vorbei an Brau und ab ins Netz. Am Torjubel hindert ihn dann der Hanauer Schlussmann, aber wir wollen hier mal keine Absicht unterstellen. So oder so das 1:0. Aber auch Hanau hat richtig gute Kicker in der Mannschaft und die verstecken sich hier nicht. Akkes und Gogol kommen hier zwar erst noch nicht durch, aber Suljic findet die freie Bahn. Feta Suljic mit ganz viel Gefühl perfekt ins lange Eck zum schnellen 1:1 Ausgleich. Und das Spiel bleibt offen. Nach einer Stunde entscheidet Schiedsrichter Volker Höpp nach diesem Foul von Gavric an Trägler auf Elfmeter. Tolga Duran, Brau ist im richtigen Eck, aber der Ball zu platziert. Die SG ist wieder vorne und bleibt das auch bis zum Abpfiff. Der 5. Sieg in Folge bedeutet weiter Platz 1. In diesen Tabellenregionen haben vor der Saison sicher auch viele Eddersheim erwartet. Doch Wald Girmes erwischt den besseren Start ins Spiel. Ecke und der Ball kommt durch bis zu Oliver Schmidt. Und Wald Girmes trifft schon wieder nach einem Standard. Das hatten wir schon einige Male in den ersten Spielen. Kurz darauf gibt Schiedsrichter Pascal Roschke für diesen Rempler Elfmeter. Und Volkan Öztürk mit der großen Chance aufs schnelle 2:0. Aber Daniel Zeiter ist da, verhindert Öztürks 2. Strafstoßtreffer innerhalb von 4 Tagen. Der muss sich aber nur kurz ärgern, denn es gibt schon wieder Ecke für Wald Girmes. Und Lukas Frie schraubt sich hoch, poliert die Tore nach Eckenbilanz für Wald Girmes noch weiter auf. Doch das Team von Mario Schappert kann es auch aus dem Spiel. Gute halbe Stunde rum, langer Pass auf Natnael Tega und der ganz platziert ins lange Eck. 3:0 nach 34 Minuten. Was ist mit dem FCE? Wenn es nicht läuft, muss die Brechstange her, denkt sich wahrscheinlich auch Chris Krause. Wenn er mit rechts nicht trifft, nimmt er einfach den linken und schon steht's 1:3. Der Schuss wäre vermutlich vorbeigegangen, aber Lukas Fries fälscht ab und macht sich zum Doppeltorschützen der anderen Art. Und immer noch nicht Halbzeit. Akbulut wird hier, wenn überhaupt, vom eigenen Mann aus dem Tritt gebracht, aber Roschke gibt den nächsten Elfmeter. Tungay Akbulut übernimmt selbst und verwandelt sicher. Auch Bus hat das Eck, aber der Schuss ist zu gut. Eddersheim ist zur Pause tatsächlich komplett zurück in der Partie. Nach einer Stunde aber wieder die Gäste mit schnellem Spiel nach vorne, samt Hereingabe und Natnael Tega schiebt ein. Sein 3. Saisontreffer, alle in den letzten beiden Spielen. Trotz 2 Tore Rückstand ist Wald Girmes noch nicht durch. 87. Minute, gutes Kombinationsspiel der Eddersheimer und in der Mitte ist Patrick Schur. Nur noch 3:4 und alle Mann schnell zurück. 3 Minuten plus X bleiben für den Ausgleich noch. Aber in der Nachspielzeit kontert der SC. Die Gastgeber aufgerückt,
Nur noch einer ist hinten und so spielt es Valgirmes sauber aus. Der eingewechselte Laurin Dante de Bona vollendet 5:3. Deckel drauf, Ende aus in diesem verrückten Spiel. Wir haben aber noch eins. Friedberg gegen Baunatal. Nach 5 Siegen zum Start hat Türkgücü zuletzt 2-mal verloren. Und auch gegen Baunatal sieht es nicht gut aus. In der 73. Minute stoppt Kilic den Lauf von Kardovic. Aus dieser Einstellung sieht es aber eher nach Ball gespielt aus. Doch der Friedberger bekommt Gelb-Rot und der KSV Elfmeter. Rolf Satorov mit der großen Chance zur Führung zielt ein paar Zentimeter zu weit rechts. Der Pfosten und Torwart Felix Koop, der einige Paraden zeigt, retten Türkgücü zumindest das 0:0. Trotz dieser torlosen Partie fallen am Wochenende insgesamt 33 Treffer in 10 Partien. Hier nochmal in der Übersicht. An der Tabellenspitze bauen die SG Barockstadt und Hessen Dreieich den Vorsprung aus. Die Teams dahinter rücken enger zusammen. In der zweiten Tabellenhälfte gibt es einige Verschiebungen. Eddersheim rutscht in die Abstiegszone und Baunatal verdrängt Erlensee wieder auf den letzten Platz. Bei den Torjägern tauchen Toni Reljic und Leon Wittke nach ihren Treffern wieder in der Top 5 auf, haben aber noch Rückstand auf das Top-Duo. Mal schauen, ob die beiden nächste Woche weiter verkürzen können. Am Freitag beginnt der 10. Spieltag der Lotto Hessenliga. In Zeiten von wieder steigenden Corona-Zahlen heißt es auch am Sportplatz und im Stadion weiter Abstand halten und Maske tragen. Bleibt gesund und habt eine gute Woche.